Wenn man in Städteldorf zur Kirche geht, man spürt es wirklich, ja. Da ist eine Macht da. Die spürt man im Körper, ja. Da weiß man, hier ist das Böse, ja. Ja, man kann das drehen und wenden, ja. Das Böse ist immer da. Und wenn du es nicht glauben willst, doch ja, dann komme nach Städteldorf und schau da das Böse an. Ach ja, das Böse ist überall, ach ja. Denn sie haben Geld genommen, ja, was ihnen nicht gehört, ja. Darum hat der Herrgott, ja, die Corona auf die Welt geschickt, ach ja, dass er das Böse in die Hölle verbannt, ach ja. Aber es ist doch immer wieder so, der Herrgott schickt was rauf und runter, ja. Und das nimmt einen anderen Lauf, ach ja. Auf einmal sterben so viele Leute, ja. An Corona, wegen die paar Millionen, ja. Die Räuberbande haben ja 56 Millionen gestohlen, ja. Und die haben sich alles auf die Bank getragen, ja. Und auf der Bank hat es gearbeitet, ja. Und wieder haben sie Aktien gekauft, doch ja. Und die Aktien wurden mehr und mehr, ach ja. Und dann in Städteldorf alle reich, ach ja. Und jeder zahlt den Preis sogar. Denn nach dem Leben kommt viele die Hölle, wirklich, ja. Die paar Jahre auf der Erde, ja, haben sie vielleicht gut gelebt, ach ja. 100 Jahre wird bald einer alt, aber dann geht es das richtig an. In der Hölle sitzt du nicht 100 Jahre, sondern Millionen Jahre wirst du gequält, doch dann jeden Tag dasselbe Jahr. Die Qual tut so weh, ach ja. Und jeder sagt, wenn das Qual vorüberzieht, ach ja, dann wirst du vernichtet. Für immer, ja, dann ist deine Seele eingestampft, ach ja. Da wird von deiner Seele nichts überbleiben, ja. Hat es sich gelohnt, auf der Erde vielleicht 100 Jahre gut leben, ja. Und dann in der Hölle für immer schworen und dann eingestampft sogar, dass nichts mehr von dir überbleibt, doch ja. So wird es sein in ewigen Zeiten, ja.